Ja, als dritte Methode gibt man dann den Exposant rechnen. Das ist sogar ein banalen A hash B. Ja, natürlich benutzt man nicht die Math Power Function, die man schon kennen. Wir wollen sie selber programmieren, so wie dort in einem Exercise 4,0. Genau. Und ich muss aber als Resultat ein Double rumgehen, für was den Exponent ganz sehr heisch gehen und dann sprengen sie den Kader. Ja, das ist just, weil das du bis 2010 heisch 38 kannst tun, und beim Indoor Ballon ist es nicht. Ja. Das ist die Ursache. Das ist die Ursache. Ja. Calculate Power, Zahlwürst, was Parameter. Es sind aber das kann ja ein bisschen mehr strikt. Ich will just A und B schreiben, nicht P A und nicht P B. Das soll ich nicht, muss ich nur mal gucken, was an der Angabe steht. Aus ästhetischen Gründen will ich lieber A und B holen. Ja, P A, ja, man will sich ein Stecker bauen. Ja, das ist nicht ganz schön. Ja. Dürfen wir nicht A und B, mit das ist immer eine Sache von Angabe. Und Angabe, das verbietet, wenn du P A steht, dann muss ich noch P A holen. Ah, okay. Das eben so. Rum, ganz banal Schleif. Schleifstruktur aus offensichtlich high. Weil ich leider Multiplikationen will machen. Voilà. Ja, eng nur der andere. Und dann mein Zähler. Ja. Man hat ihn initialisieren, nicht? Ja, das ist gut. War das A, war das B? War das B, das ist egal. Ich meine, also, du wolltest rechnen A puissance B, ne? A puissance B, voilà. Ich rechne momentan mit normalen Schleif, molen nicht, oder in diesem Fall print nicht. Ah, wir wissen nicht, wie man das initialisieren, wir wissen nicht, was wir müssen. Umfang abhalten. Ja. Dafür brauchen wir dann rum. Ein kleines Zeichen. Ich meine, der Hölle wird da drauf. Ja, rum. Vielleicht ein kleines Beispiel. Voilà. Da haben wir hier A, H, B. Das ist Umfang. Was will ich? A, H, B, H, nicht, da nicht. Wie A, multipliziert mit A, mal A, mal A, bis. Ja. Und das kannst, wie viel mal? B mal, ne? B mal. Okay, was die Leute schreiben, ist vielleicht nicht so easy. Mach vielleicht ein kleines numerisches Beispiel. Voilà, das schon wir dann wollen, von der Mathematik ein bisschen weggehen. Dann machen wir dann dahin 3 heisch 4. Okay. Das ist nicht so groß. 3 mal 3 mal 3 mal 3, ja. Das ist, da haben wir schon in einer Farbe gesagt, nicht gut, da haben wir 3 multipliziert mal 3 mal 3 mal 3. Und das sind dann 1, 2, 3, 4. Voilà. Das ist das, was du musst tun. Ich zähle von 1 bis 4. Das ist die Idee. Das ist die Idee. 1, 2, 3, 4. Okay, das gibt Problem. Ich halte eben nochmal ein Kram Leben. Ja. Wir haben dann ein 1. Also ich will von 1 bis 4 zählen. Das ist die Konklusion von der Geschichte. 1 bis 4 kennen wir schon. 1. Ja. Wo kriege ich dann um ein 4? Ja, das ist der Punkt. Bah, das war ja dann... Wenn ich hier immer als Zeichen und gucke... Das war dann... Exposant. Das ist ein Exposant, das ist dann der B. Ja, okay, also der Startwert als bekannter, das End, und der Endwert als dann einfach B. Das heißt, I muss mich klein oder dasselbe ziehen wie B. Das ist die. Das ist ein Standard. Ja. Schleif. Der schreibt immer einen Schleif von End bis B. Wie wird gemacht? Wir müssen auch das Resultat irgendwie hinkriegen. Ich nenne den Rasen. Ja. Das ist der Returnwert, genau. Ich meine den auch direkt am Schluss, dass ich den nicht vergessen. Mhm. Voilà. Das ist ein Double, das ist selbst. Jetzt müssen wir aber hingehen und dann... Also ja gut, was muss ich überhaupt gerechnet gehen? Voilà. Gucken wir also mal das Zeichen, wenn wir halt gut gucken, da haben wir eine Multiplikation, das ist selbst wie bei der Addition, für den, bei der Sum. Nee, das ist ziemlich ähnlich. Für dich 1, dann 2, dann 3, dann 4, mehr. Ich gucke einfach, den Duen multipliziert mit dem ganzen Resultat. Ja. Und dann den Duen mit dem Heuten. Und dann den Duen mit dem Vierteln. Ja. Das multiplizieren sie. Ja. Und ich speichern sie... In diesem Fall zum Beispiel als Variable Resen. Resen, ja. Zwischenprodukt und sowas. Froh. Das ist ein Produkt, ja. Das kann sein, das kann ja... Ja, ja war das der erste Nopper. Ja. Du musst einen Zwölf hinkommen. Na ja, wenn man eine Multiplikation mit einem Vierteln schon nur gedeiht, der neutrale Wert von der Multiplikation als 1, also irgendwo musst du dann ein Vierteln kommen. Voilà. Prinzipiell fängt also ein Ding an, mit 1. 1 und... Voilà. Und dann, wie man es dann lohnt? Ja, der Tab, die wichtigste Zahl hier, als die rechnet. Rase hat mir schon viel drin, also ein bisschen gesehen, wenn ich hier oben an das Sum guckt, das gleiche, Rase, mal I. Mal I? Du steht ja Sum plus I. Ah ja, okay, du hast eine Geduld, so Copy-Paste, du musst Sum durch Rase ersetzen, dann ist schon alles geschieht. Oder? Was tun wir hier effektiv? Nein, nicht wirklich. Was tun wir hier effektiv geschrieben? Ja, ich multipliziere mich mit mich selber. Ja, ah, was fängt so, dass die heute ja, das ist immer A. Ja. Das A effektiv und nicht I. Das ist ein von den größten Fällen, die bei dir. Ja, ein Zwischenresultat ist Rest. Ja. Du hast auch keine Product schreiben, wie egal gewischt, wie auch gegangen.
Res als Res mol A. Ah, aha. Die Fall hat man im Englisch noch nicht, wow. Dass an der Wahlschleif an der Halbzahl I nicht vier könnt. Ganz ja? Genau. Das geht I wird just halt benutzt, für zu sagen, wie viel Mal wiederholen ich etwas. So, und dann nur ich müssen eben, eben wissen, dass ich muss vier Mal wiederholen. Ich muss einfach von 1 bis 4 zählen. Ich kann auch von 10 bis 1 auch nicht wählen, mir das viel Blödsinn. Ne? Mhm. Dafür fängt man bei 1 an. Das möchte ich mir einfach. Ja? Also guck den, ich komparieren, ja. Wir testen das ganz schnell, ob es ja. So geht, wie man mengen. Bei einfach Beispiele, mit Sachen können wir ja. Abrechnen. Mhm. Probieren wir. Calculate Power. Selbstverständlich meine ich das selbste Beispiel. 3 heißt 4. Mhm. Ist, im Prinzip wissen Sie, wenn es das gibt. Nein. 81. Okay. Ding mal Ding. Ja, Ding mal Ding. Okay. Ja, okay, du hast das direkt transformiert. Ja. Du hast gefuttert. Ja. Schon ein bisschen geschwind. Ja, ein bisschen bekannt. Nun so, könnt aber ein Beispiel, muss ich aufpassen. Du gehst ein paar Fehler leider bei dem heutigen Geschichte, wenn ich dann 3 heißt 0. Ah ja, die Definition von... Wie viel ja. Soll das gehen, aber was geht unser Programm da drin? Ja, nicht etwa die Menge. Ich kriege 1 daraus. Was ist 3 heißt 0 an der Mathematik? Ja, effektiv, 1. Geht 1, das ist durch. Also und das war das nur Zufall? Nein, nicht wirklich, nicht weil das ist 1, ja. Rest fängt man den an, und heute fängt man bei den an. Wenn nächste Person 0 ist, ja. Dann halt noch. Den Algorithmus ist ein bisschen vom selben Gang. Ja, ich meine, das ist echt eine Chance. Ja. Das ist eine Chance, weil die mathematischen mit den informatischen. Ja, weil I nicht mehr klang als wie B. Ja, das ist nur einfach, die Schleife wird nicht geguckt. Ja. Und die Definition, war fertig, ja. Mathematische Definition so. Klappt mit dem heutigen 1 zu 1 drüber. Ja, war nicht, hätte ich eben müssen mit einem IF aufhängen können. Ja, voilà. Für das Definition so ranzukriegen. Mit Pfeil und ähnlich. Weil es direkt klappt, richtig klappt, wird es so. Okay. Voilà. Ja, das klaturiert dann hier eine Sitzung über Wilds und was ich alles kann drapacken von wichtigen elementaren Algorithmen. Merci für das Nachhören.